Peer-to-Peer-Beratung sind es ja wirklich Experten, die ihre Expertise in die Hochschulen bringen, wo Expertise schon vorhanden ist. Und Experten treffen Experten. Das ist für mich wirklich der Vorteil. Hier spricht man die gleiche Sprache, hier kennt man die Probleme und kriegt trotzdem eben einen Außenblick vorgespiegelt, weil es in einer anderen Hochschule andere Herausforderungen gibt, die für die eigene Hochschule durchaus neue Erkenntnisse bringen. Da wir ja nicht wissen, wie die Digitalisierung sich weiterentwickeln wird, weil es einfach so ein komplexes Phänomen ist für sowohl unsere Gesellschaft als auch für die Hochschulen, ist es ganz wichtig, dass man Freiräume hat, wo man sich erstmal selber positionieren kann, wo man was ausprobieren kann, wo keiner vorschreibt mit einer Philosophie, wie man sich als Hochschule aufzustellen hat, sondern dass den Akteurinnen und Akteuren Freiräume gegeben werden, dass sie sich selber finden in dem komplexen Feld. Es kommt darauf an, diese Chancen jetzt zu nutzen. Wir müssen schneller werden und wir müssen besser werden. Und dabei können Sie auf unsere Unterstützung zählen, ob in der Lehre, der Forschung oder der Internationalisierung. Aber Sie müssen die Chance nutzen. Der Riesenvorteil der Digitalisierung ist neben der Orts- und Zeitunabhängigkeit natürlich auch die Möglichkeit, spezifische Informationen oder auch die Bedarfe von spezifischen Zielgruppen zu erfüllen. Sei es auf der einen Seite internationale Zielgruppen, das heißt, ich kann verschiedene Sprachen verwenden, ich kann verschiedene Übersetzungen oder Erklärungen verwenden. Ich kann aber natürlich auch zum Beispiel Menschen, die gewisse Behinderungen haben, besser unterstützen. Und hier ist ein großer Bedarf, der momentan von vielen Hochschulen noch nicht wirklich genutzt wird. Digital heißt, es ist offen. Und diese Offenheit, damit müssen die Hochschulen erstmal umgehen können, mutig sein. Sie brauchen Unterstützung von politischer Seite und hier dezidiert auch das zu unterstützen, dass Akteure sich einfach nur mal austauschen können. Wenn Sie offensiv einladen, etwa im Sinne einer Competition, nach dem Motto, tell me, wir Lehrenden wollen von euch lernen. Dann bin ich sicher, wenn es auch nur 5% der Studierenden sind, aber 5% werden daran teilnehmen. Und das sind die Engagierten und dann können sie aus denen noch die besten sozusagen strategischen Köpfe auswählen, um sie am Strategieprozess zu beteiligen. Wir wollen einen Werkzeugkasten entwickeln, in den wir Leitfäden und Praxisleitfäden und Ähnliches hineintun. Denn unser Ziel ist, dass alle Hochschulen in Deutschland davon profitieren. Wir lernen auch von den Peer-to-Peer-Hochschulen und wollen aber eben dieses Gelernte auch an alle weitergeben.